Hi, heute mal ein Guide zur SAS Witch. Ich spiele die seit Anfang der Season und möchte meine Erfahrungen mal ein bisschen mit euch teilen. Normalerweise sage ich nicht so viel übers Leveln, aber heute mal schon. Denn man kann ganz gut mit SAS leveln. Es ist nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Aber man muss dafür ein paar Tricks kennen. Das erste, was ihr braucht zum Leveln, ist eine plus 1 zu Fire Gems Wand. Die kann man sich sehr gut selber herstellen. Ist jetzt die Frage, ob ihr schon Currency habt oder nicht. Wenn ihr Currency habt, könnt ihr euch auch gleich einen Stuff kaufen mit plus 1 zu Fire Gems oder einen Feeling Stuff zum Leveln oder. Ja, aber man kann auch sehr schnell und einfach sich den selber herstellen. Und zwar gibt es ein Rezept: ein Ruby Ring, eine blaue Wand und ein Orb of Alteration gibt ein plus 1 zu Fire Gems Wand. Das ist übrigens auch für andere Spell Builds sehr wichtig, das Rezept. Denn bei Spells ist das Level der Gems ganz wichtig, denn der bestimmt den Grundschaden. Gerade bei SAS ist es nicht so einfach, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, den Schaden von SAS zu steigern. Deswegen brauchen wir so eine Wand. Und man findet sehr viele Iron Rings beim Leveln und kann sich aus einem Iron Ring sehr einfach einen Ruby Ring herstellen. Und zwar verkauft man den Iron Ring mit einem roten Skill Gem irgendeinen. Level 1, eine Wisdom Scroll kostet so ein Skill Gem und kriegt dann einen Ruby Ring. Die Resistenz vom Ring, also Ruby Ring, Topaz Ring, Saphir Ring, die bestimmt das plus 1 zum Level auf der Wand. Wir wollen plus 1 zu Fire, deswegen Ruby Ring. Dann brauchen wir eine blaue Wand, einfach Orb of Transmutation darauf hauen, verkaufen mit dem Ruby Ring und ein Orb of Alteration und plus 1 zu Level of Socketed Fire Gems. Dann haben wir den Dreilink. Den Dreilink wollen wir spielen mit SRS, Melee Splash und Minion Damage. SRS kriegt man ab Level 4, Minion Damage ab 8, Melee Splash auch ab 8. Auf Level 8 habt ihr dann ein plus 1 zu Level zu Socketed Fire Gems und im Dreilink. Mit dem kann man super leveln und das ist wichtig, dass ihr den habt. Später gibt es dann diese Waffe, Reverberation Rod. Ja, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Der hat auch plus 1 Level zu Socketed Gems und gibt noch Spell Echo. Dadurch haben wir sozusagen dann 4 Link. Den gibt es ab Level 8, nee, 24. Wie man sieht, kann man sich kaufen, kostet nix. Ein Alk. Ein Orb of Alchemy. Also, wenn ihr bis Level 24 ein Alchemy gefunden habt, dann diese Wand kaufen. Später dann ein Stuff, 4 Link oder 5 Link Stuff mit plus 2 to Fire Gems gibt es auch für ein Chaos Orb. Ja, also wenn ihr ein Chaos Orb findet, so ab Level 50 würde ich dann auf ein Stuff ändern mit 4 oder 5 Link und plus 2 to Fire Gems. Müsst ihr mal gucken auf PvE Trade, kriegt ihr hinterhergeworfen die Dinger. Das zum Leveln selber. Wir leveln erstmal live-based. So sieht dann der Passive Skill Tree aus. Wir gehen, man kann hier rüber gehen, um dann schnell hier runter zu kommen, zu diesen Nodes. Man kann aber auch hier rumgehen, für ein bisschen Mana-Rack nehmen. Und dann erst hier rüber, hier hochgehen, bisschen Life-Nodes, hier Minion-Damage. Und dann hier runter, Skill-Effect-Duration. Hier weiter, zum Life-Wheel zu kommen. Um dann weil wiederum hier rüber zu gehen und hier noch mehr Life zu holen, ja. Also erstmal ein bisschen auf Life gehen. Also dass wir ein paar Life-Nodes haben zum Leveln, sonst sterbt ihr zu häufig. So sieht ungefähr der Plan aus. Bei den Bandits, die killen wir auf allen Schwierigkeitsstufen, denn wir wollen Passive Skill Tree Points, um dann später möglichst viele Jewels zu kriegen. Weil mit Jewels steigern wir unseren Damage. Ihr könnt euch auch Car Speed holen. Ich glaube, in Cruel kann man sich Car Speed holen bei den Bandits. Aber ich empfehle euch einfach immer, die Bandits zu killen. Die Ascendancy Class, die wir nehmen, ist der Necro. Und da ist relativ wichtig, dass ihr so schnell wie möglich das normale Lab macht. Sobald ich meine, wenn ihr Akt 1 Cruel seid, dann würde ich das normal Lab machen. Und euch Mistress of Sacrifice holen. Denn das gibt Skill Effect Duration und Minion Damage. Das ist sehr, sehr gut. Und dann müsst ihr halt gucken. Danach könnt ihr euch ein bisschen Zeit lassen mit dem Labs. Hier entweder
wenn ihr Risi-Probleme zum Beispiel habt, nimmt beim Cruel Lab Command of Darkness. Oder wenn ihr mehr Damage machen wollt, nimmt der Spirit Eater. Ja, müsst ihr selber dann gucken, ob es am Damage hapert oder an der Defense hapert. Je nachdem nimmt ihr eins der beiden. Und dann das Fehlende in Merciless und als Überlapp diese beiden Points. Der Plan ist, erst live auf Life-Based leveln. Und zwar leveln heißt nicht nur bis 60 oder so, sondern ich denke so bis 70, 80, in dem Bereich. Und dann müsst ihr irgendwann halt auf CI umstellen. Was ist CI? Ich erkläre es ganz kurz nochmal oder ich zeige es euch ganz kurz nochmal. So sieht halt jetzt mein Passiv-Skill-Tree aus. CI ist diese Passiv-Note. Maximum Life wird 1 und man hat nur noch Energy Shield. Dadurch wird man auch noch immun to Chaos Damage. Super nice, immun to Chaos Damage. Und kriegt hier Infused Shield. 15% more Maximum Energy Shield. Also 15% nochmal oben rauf an Energy Shield. Und dadurch erreichen wir einen relativ hohen ES-Wert. Ihr seht, ich habe jetzt 11.000. Das geht bis 15.000, 16.000 kann man schaffen mit SS. Da ist halt der große Vorteil von CI, dass wir so einen hohen EHP-Wert erreichen, im Gegensatz zu Life-Based. Wir haben natürlich ein Problem. Wenn wir CI spielen, wir haben kein Life-Leech. Man kann Minion-Builds nicht mit Life-Leech spielen, denn wenn man jetzt, sagen wir, SRS mit Life-Leech linken würde, würde nicht ich mit Life-Leech kriegen, sondern meine kleinen SRS, die haben ja auch Leben. Und das bringt uns ja nicht viel. Und den Minions bringt es auch nicht wirklich viel. Deswegen hat man, wenn man Life-Based spielt, einfach Life-Flask, mit dem man sich heilt. Die haben wir nicht mit SRS. Und da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar ein Item, Soul Strike. Das ist Pflicht für SRS, den Köcher zu benutzen. Was heißt Pflicht? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Faster unterster Affix, faster Start of Energy Shield Recharge. Ja, Energy Shield lädt sich immer sehr schnell wieder auf, wenn man was verloren hat. Man muss nur eine Sekunde irgendwo rumstehen und es lädt sich wieder auf mit dem Köcher. Und das ist dann sozusagen unser Life-Leech. Man spielt also so, wenn man Schaden bekommt, schnell wieder raus, kurz, aufladen, weiter geht's. Ja? Und damit wir den Köcher benutzen können, brauchen wir einen Bow. Ja? Das heißt also, wenn wir Life-Base spielen, spielen wir mit dem Stuff. Das ist das Billigste. Da kriegt man, wie gesagt, ganz billig 5 Link mit plus 2 zu Fire Gems für ein Chaos. Aber da für CI brauchen wir einen Bogen dann. Und wenn ihr dann umstellt auf CI, ihr müsst halt ein bisschen farmen, ein bisschen Currency aufbauen. Kostet um die 2x das Umstellen. Und vor allen Dingen das teure 2 bis 3x. Das teure ist halt der Bogen. Und den können wir uns super selber herstellen. Ihr kauft euch einfach einen Crude Bow hier. 2 Alt, seht ihr, kostet der, also nix. Kauft euch Jeweler's Touch, ist eine Prophecy. Kann man also direkt 5 linken mit einem Jeweler Orb. Ihr seht, um die 34, 35 Chaos kostet es. Und dann holt ihr euch noch 3 Screaming Assassins of Rage. Gradet die einmal ab, das sind also nochmal 15C. Und dann habt ihr eine Shrieking Essence of Rage. Und die packt ihr dann nochmal auf den Bogen rauf, auf den 5-Link-Bogen. Und die kriegt ihr gleich plus 2 zu Level of Socketed Fire Gems. Und dann habt ihr einen 5-Link-Bogen mit plus 2. Und müsst den dann noch in die richtige Farm bringen. Und zwar am besten 2 Blau, 3 Rot oder 3 Blau, 2 Rot. Ja, das sind die Farben, die man haben will. Deswegen nimmt man Crude Bow, der Crude Bow hat nur eine Anforderung von 10 Decks, um ihn zu tragen. Und die Mainstat-Anforderung, die bestimmt die Wahrscheinlichkeit, welche Farben bei den Sockeln kommen. Und je niedriger die Anforderung ist, und der Crude Bow hat wie gesagt die niedrigste Anforderung an Decks, desto höher die Wahrscheinlichkeit, die richtigen Farben zu kriegen. Deswegen ist ein Crude Bow so wichtig. Andere Bows haben höhere Decks-Anforderungen, deswegen eine niedrige Wahrscheinlichkeit, rote oder blaue Sockel zu bekommen. Ja, so, das ist der Weg, wie ihr euch dann an euren 5-Link-Bogen rankommt. Und dann kauft ihr euch schon mal, während ihr so Life-Base farmt, nebenbei ein bisschen ES-Gear, gerade so Rüstung, Helme, Boots und Handschuhe und auch Belts, kriegt man relativ billig, immer nebenbei so ein bisschen gucken, da müsst ihr nicht so viel ausgeben. Und
Stellt um, wenn ihr dann auf ungefähr 7.000 bis 8.000 Shield kommt. Dann würde ich auf CI umstellen und wenn ihr euch natürlich den Bogen leisten könnt. Dazu brauchen wir noch das Eye of Shayula, damit wir nicht gestunt werden. Lest mal auf Stun nach, auf PoE-Wiki, wieso das wichtig ist. Als CI und Lowlife braucht man Stun an Immunität und da ist das Eye of Shayula am besten. Es gibt auch noch einen Ring, den man benutzen kann dafür. Aber ich denke, Eye of Cholula ist am besten und ja, kostet nochmal so 20, 30k aus, denke ich. Je nachdem, wie weit wir in der Season sind. Zu den Links selber. SRS linken wir mit Minion Damage, Melee Splash, Melee Physical Damage und dann wird es interessant. M5 Link Added Fire, M6 Link dann noch Elemental Focus und ganz später, wenn wir ein M-Power Level 4 haben, dann tauschen wir entweder Added Fire oder Melee Fo Elemental Focus aus für den 6 Link für M-Power. Aber das ist ganz, ganz, ganz spät im Endgame erst, dass man M-Power Level 4 hat. Ja, dann wollen wir natürlich so ein Bow hier irgendwann haben, nämlich ein Plus 3 Bow mit 6 Link, den ich hier habe. Das ist aber auch wirklich sehr dann Endgame. Bei den Ringen holen wir uns schön Mana-Rack. Das ist relativ wichtig. Wir haben ein bisschen Mana-Probleme. Wir gehen über Mana-Rack. Also immer schön gucken, dass ihr Mana-Rack auf den Ringen habt. Und ja. Resis. Resis auch noch. Ja, Resis sind wichtig. Mana-Rack und Max Energy Shield. Flask. Silver Flask, Quicksilver, Basalt und Granit finde ich Pflicht. Die fünfte kann man drüber streiten. Aquamarine nehme ich jetzt. Ne? Da hat man so einen kleinen Schutz, wenn man den unter sich macht. Und man kann aber auch natürlich eine zweite Quicksilver nehmen oder andere Antifreeze Flask. Da müsst ihr selber so ein bisschen gucken. Kann man sich aussuchen, wie man will. Dann benutze ich noch. Dann braucht man ganz dringend Flash Offering und Desecrate. Desecrate erzeugt Leichen, die verbrauchen wir mit Flash Offering. Und Flash Offering gibt uns Cast Speed, Minion Attack Speed, Mini Movement Speed, Minion Cast Speed, also bufft den Damage und lässt uns auch wiederum schneller casten. Ja? Das habe ich noch verlinkt mit Faster Casting, damit wir schneller consumen können mit Flash Offering. Wahlhaste. Und Increased Duration. Increased Duration wirkt dann auf Flash Offering, so dass ich bei 6,4 Sekunden bin. Und auch auf Wahlhaste. Wahlhaste ist super, super stark zum Farmen. Würde ich nicht drauf verzichten wollen. Das ist der Vierlink, den ich da benutze. Dann benutze ich noch zum Cursen Orb of Storms. Ihr seht, in dieser Range hier wird jeder mit Ele Weakness gecursed. Also Ele Weakness, Area of Effect, Curse on Hit, Orb of Storms. Als Auren lasse ich laufen Disziplin für mein ES, Haste für mehr Cast Speed und Movement Speed und was auf mich wirkt und auf meine Minions und Clarity fürs Mana-Rack. Da kann man jetzt drüber streiten, wenn man Solo farmt. Wenn man Solo farmt, kann man auch sehr gut Haste rausnehmen. Hatred reinnehmen. Hatred ist die beste Aura, um den Damage unserer Minions zu erhöhen. Und dann in den 6 Links Spell Echo packen. Damit man dann nicht zu wenig Cast Speed hat. Das ist ein bisschen, da kann man ein bisschen drüber streiten, ob ihr Haste nehmt und dann kein Spell Echo oder ob ihr Hatred nehmt und mit Spell Echo. Ich denke, Spell Echo mit Hatred beim Solo-Farmen ist super. Ich farm viel in der Gruppe. Wenn ihr in der Gruppe farmt und jemand hat zum Beispiel mit anders hat Hatred oder Haste, dann nehmt ihr die zweite Aura. Also jetzt zum Beispiel mit Boss spiele ich, der nimmt halt Hatred als Aura, dadurch bufft er meine Minions und seine und ich nehme Haste, dadurch buffe ich mich und seine Minions und ihn auch. Ja, so kann man sich halt schön in der Gruppe ergänzen. Gerade mit SRS kann man sich wunderbar mit den Auren mit seinen Gruppenmitgliedern ergänzen. Man ist selber ja so ein bisschen so eine Art Aura-Bot, wenn man so viel Auren laufen lässt. Als Golem nehme ich den Stone Golem, da ich Zealot Oaths hier geskillt hat. Man kann auch darüber streiten, ob man das nehmen will. Es ist sehr angenehm mit Life-Rack zu spielen auf Energy Shield. Dadurch habe ich halt den Stone Golem, der gibt mir Life-Rack. Man kann auch den Lightning Golem nehmen für Cast Speed.
oder den Chaos Golem für Physical Damage Reduction. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ich empfehle euch ein bisschen mit Life Rack zu spielen. Okay, es geht aber auch ohne. Dann stellt natürlich euren Passiv-Skill-Tree ein bisschen um. Dann, was haben wir noch? Also zum Movement benutze ich Flame Dash. Auch da gibt es einige Möglichkeiten. Flame Dash ist sehr stark, weil man super aus gefährlichen Situationen rauskommt und dadurch schneller wieder dahin kommt, dass sich das Energy Shield auflädt. Man kann aber auch hier Mirror Arrow benutzen. Sorry, Blink Arrow benutzen, weil wir einen Bogen benutzen. Oder auch Lightning Warp. Auch da ein bisschen Geschmackssache. Ich werde mal noch ein bisschen andere Movement Spells testen. Aber Flame Dash ist schon ziemlich gut. Und wir haben relativ hohen Movement Speed durch Flash Offering Haste. Und noch eine Quicksilver, ihr seht's, also der Movement Speed ist ziemlich gut. Wodurch man halt auf Blink Arrow oder Lightning Rod verzichten kann. Aber da muss ich mal noch gucken. Ich denke Flame Dash, damit seid ihr safe. Und ansonsten level ich noch ein paar Gems mit. Später kann man noch natürlich noch mehr Auren laufen lassen. Später kriegt man es hin mit einem Enlighten 4. Noch zusätzlich zu den drei Auren, also Haste, Hatred, Clarity und Disziplin laufen zu lassen. Das ist aber auch wieder super Endgame. Da braucht man Enlighten 4, genau wie ein Empower 4, also sehr teure Items. Und vor allen Dingen für Solo dann wichtig. Ja, das sind die Auren. Ansonsten, denke ich, habe ich alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem SRS. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch im Stream oder in den YouTube-Kommentaren. Haut rein.